Hallo, ich heiße Effi und ich bin einer der Guides von Corfu Perspectives Guide Tours. Wir möchten Ihnen einige Geschichten über Orte und Menschen erzählen, die Sie vielleicht kennen, aber es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken. Heute reden wir über Johann Matthias von der Schulenburg. Vor der alten Festung in Corfu-Stadt steht die Statue des Marschalls Schulenburg. Stolz und mit einem siegreichen Blick sieht er aus, als hätte er nie aufgehört, die Insel seit mehr als 300 Jahren zu beschützen. Also, wer war er und warum ist er eine so wichtige Persönlichkeit? General Johann Matthias von der Schulenburg wurde am 8. August 1661 in Emden bei Magdeburg geboren. Er war ein brandenburgisch-preußischer Adliger und Generalfeldmarschall, der im frühen 18. Jahrhundert in den sächsischen und venezianischen Armeen diente. Er war eine Schlüsselfigur während der türkischen Belagerung von Korfu im Jahr 1716, die von den alliierten Streitkämpfen angeführt wurde, die Korfu schützten. Er war im Grunde derjenige, der die Menschen zum Kampf inspirierte, damit die Insel nicht an die Türken fallen würde, was den Lauf der europäischen Geschichte verändert hätte. Die Belagerung von Korfu im Jahr 1716 war Teil des 7. Venezianisch-Türkischen Krieges und die Eroberung dieser strategisch wichtigen Insel ebnete den Weg für die Eroberung Venedigs und später des restlichen Europas. Die türkischen Truppen hatten 30.000 Mann und 71 Schiffe, während die Verteidiger von Korfu nur 2.500 Soldaten zählten, darunter hunderte von Venezianern, Deutschen und Dalmatinern sowie mehrere Griechen und Freiwillige aus der Region. Die Belagerung begann am 8. Juli, als die Türken in Ipsos und Dacia ankamen, und endete am 22. August nach vielen schrecklichen und verheerenden Kämpfen. Unterdessen zerschmetterte am 20. August ein gewaltiger Sturm die osmanischen Schiffe und ertränkte eine große Anzahl türkischer Truppen und Matrosen. Die Verteidiger erlitten rund 800 Toten und 700 Verletzte, während die Türken einen erheblichen Verlust von 6.500 Mann erlitten. Das Scheitern der Osmanen in Korfu war ein Durchbruch in der Geschichte, der die Richtung der europäischen Geschichte und insbesondere Griechenlands prägte. Das hatte klare Folgen für Griechenland und Europa als Ganzes gehabt. Dies war der letzte Versuch der Türken, ihre Herrschaft nach Europa auszudehnen. Marschall Schulenburg erhielt vom venezianischen Senat für seine Entschlossenheit und Tapferkeit eine lebenslange Pension von 5.000 Dukaten pro Jahr und seine Marmorstatue, die von Bildhauer Antonio Corradini angefertigt wurde, ist noch heute am Tor der alten Festung von Korfu zu sehen. Die Verteidigung Korfus gegen die von ihm bevölkerten Türken vom 25. Juli bis 20. August 1716 ist eine der berühmtesten Leistungen in der modernen Kriegsgeschichte und war zu dieser Zeit ein Schlüsselereignis für Westeuropa. Es wurde in ganz Europa mit spektakulären Festen gefeiert, darunter Antonio Vivaldis Oratorium Judita Triumphans, das als Reaktion auf dieses Ereignis entstand und viele Jahre lang in allen wichtigen Konzerthäusern aufgeführt wurde. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat und Sie mehr wissen möchten, schauen Sie sich unseren Blog unter corfuguidedus.com an. Danke fürs Zuschauen!